Die grossen Herausforderungen in diesen verschiedenen Sparten, eben bei den, zu den WAKA gehören ja Pflegeinstitutionen, die Akutspitäler, Psychiatrie und Reha-Kliniken. Und alle zusammen sind im Moment sehr gefordert, in ihren eigenen Kliniken zu schauen, was heisst das für uns, was müssen wir umsetzen, was müssen wir in die Wege leiten. Und die sind alle zusammen in den letzten Wochen wirklich auf Hochtouren am Arbeiten. Und ich glaube, eine der grossen Herausforderungen ist im Moment jetzt einfach auch in diesen verschiedenen Institutionen, dass sie einerseits sich auf die Corona-Krise vorbereiten müssen, also auf die Patientinnen und Patienten, die kommen oder könnten kommen, mit verschiedenen Krankheitsbildern schlussendlich. Und andererseits aber auch die Patientinnen und Patienten, nicht zu vergessen oder auch in den Pflegeinstitutionen, die nicht zu vergessen, die jetzt dort sind und gar nicht am Coronavirus erkrankt sind, sondern einfach sonst Pflege brauchen, ärztliche Versorgung brauchen, Zuwendung brauchen und so weiter. Und dass man denen die genau gleiche Aufmerksamkeit gibt, trotz dem Krisenthema, das wir im Moment haben. Und ich glaube, das ist ganz eine grosse Herausforderung. Und eine weitere grosse Herausforderung ist auch, wir wissen nicht, wie viele Leute das jetzt im Moment zusätzlich erkranken, durch die Belastung, durch die Krisen eigentlich. Also vielleicht irgendeine Reaktion, auch psychische Reaktionen. Und da wissen wir noch nicht, was alle wieder auf uns zukommt. Gerade vielleicht auch auf Psychiatrie, was das heisst. Und ich glaube, in all diesen verschiedenen Szenarien zu denken, das ist wirklich eine extrem grosse Herausforderung im Moment. Und so wie ich trainiert gesehen habe, habe ich den Eindruck, da läuft extrem viel und unsere Institutionen, Kliniken machen das wirklich hervorragend. Wenn ich jetzt auf den Kanton Aargau schaue, bin ich sehr froh, dass der Kanton Aargau, unsere Regierung und alle Verantwortlichen so schnell reagiert haben, dass wir hinter den Weisungen, hinter den Massnahmen, hinter den Empfehlungen vom Bundesrat steht, die probiert im Kanton umzusetzen. Und da bin ich auch stolz darauf, dass der Kanton Aargau das macht. Ich glaube auch, das ist das einzig Richtige. Und ich möchte als Grossratspräsidentin oder als höchste Aargauer einfach in allen Danken sagen, die sich jetzt so einsetzen für die Umsetzung von dem, was auf uns zukommt oder das, was jetzt aktuell schon läuft. Und ja, halt einmal mehr, wie andere auch, an die Solidarität appellieren, dass jetzt alle braucht, dass wir mitdenken müssen, dass wir gemeinsam die Krise schaffen können. Aber es braucht jetzt alle zusammen Involvierten, dass sie da mitwirken. Das Problem, das wir vor uns stehen, ist, dass wenn sich ganz viele Leute infizieren und ganz viele Leute am Schluss medizinische Behandlung im Spital brauchen, besonders Beatmung, Intensivmedizin brauchen, wird die Kapazität des aargauischen Gesundheitssystems, schweizweit übrigens und europaweit das gleiche Problem, nicht länger, um alle korrekt und vollständig zu behandeln. Darum ist es wichtig, dass die Massnahmen, die der Bundesrat angeordnet hat, zu 100% und von jedem Einzelnen eingehalten werden, um die Anzahl der Infektionen, der Ansteckungen können zu reduzieren, und zwar drastisch zu reduzieren. Mein Departement hat im Verlauf dieser Woche unter Koordination und Rücksprache mit den Leistungserbringern, besonders den Spitälern, festgelegt, angeordnet, dass man die Anzahl der Beatmungsgeräte, der Intensivpflegestationen muss von 46, wie es heute ist, auf 100 erhöhen, also maximale Kapazität erreichen, dass man muss kooperieren miteinander, dass man den Aargau in zwei Regionen aufteilt, Region West, gesteuert durch das KSA, Kantonsspital Aarau, Region Ost, gesteuert durch das KSB, Kantonsspital Baden, dass die Corona-Patienten, die man intensivmedizinisch wird können und wollen behandeln, in den vier Spitälern Muri, Baden, Aarau und Hirslanden-Aarau behandelt werden. Die Corona-Patienten, die keine Intensivmedizin brauchen, in allen anderen Spitälern, in allen anderen Listenspitälern behandelt werden. Ich bin sicher, dass wir optimal organisiert und vorbereitet sind mit den Werkzeugen und den Materialien und dem Personal und deren Infrastruktur, die wir haben. Mehr ist nicht möglich, aber ich bin offen gesagt nicht sicher, ob die Kapazitäten werden länger, wenn es zu so einem Ansturm kommt, wie wir ihn jetzt in Italien oder auch schon im Kanton Tessin erlebt haben.